Ja Leute, heute essen wir einen schönen, leckeren Burger. Ich habe hier noch keinen Burger gehabt in Amerika. Heute ist es soweit, heute probiere ich amerikanischen Burger. Ich hatte einen Burger, doch einen hatte ich, und zwar einen Fish Mac hatte ich. Ja. Ich befinde mich immer noch in Atlanta. Zwei Besonderheiten bei diesem Burger. Die erste Besonderheit ist, aber bitte nicht wegschalten, der Burger ist komplett vegan. War gerade ein bisschen laut, ne, wegen dieser Alarm. Die zweite Sache ist die, was diesen veganen Burger so besonders macht für mich, ist einfach, der hat 24.000 Bewertungen auf Google. Schwierig zu glauben, das Ganze. Ich will jetzt nicht sagen, fake oder so, keine Ahnung. Slutty Vegan heißt der Laden. Und ich bin da auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt, was der so kann. Wir gehen ja jetzt einfach mal rein und bestellen auf entspannten Burger, ne? Top one because it has the bacon. Yeah. Okay, make it. So but bacon and blend based, yeah? Yeah, plant based. Okay. Is this your first time here? Yeah. Awesome. Where are you from? From Germany. From Germany? Hey, yo, buddy, yay! Hey, yo! We got a burger all the way from Germany in the building! So, Freunde. Ich habe mir hier ein schattiges Plätzchen gesucht. Leider Gottes kann ich da drin nicht essen, weil es ist zu viel Musik. Viel zu viel Musik. Aber an sich, sehr moderner Laden. Hat mich aber eher so an einen Club erinnert. Ich mag das nicht so, wenn ich reinkomme und so richtig übertrieben laute Musik läuft. Mag ich überhaupt nicht. Ich mag gechillt. Das sieht auf jeden Fall sehr stylisch aus. Das Ambiente da drin sieht sehr stylisch aus. Also ich habe ein bisschen was aufgenommen. Ich muss erst noch mal in der Nachbearbeitung gucken, ob ich auch das Ganze wirklich nehmen kann. Weil, ne, ihr wisst, Copyright, YouTube. Ja, und die haben zwar schon bekannte Musik gespielt, deswegen war für mich ein bisschen, naja, ich denke, ich kann nichts nehmen, aber egal. Auf jeden Fall, die haben mir so eine Tüte gegeben hier. Ich habe zwei Plant-Based Burger bestellt. Das erste ist Chicken. Warte, hier stört mich die ganze Zeit. Mann. Das einmal Chicken und einmal Beef, aber alles in vegan. Und dazu noch Fries. Ich zeige euch, wie das Ganze aussieht. Die Pommes sieht so aus. Okay, ist schon mal sehr stylisch so gemacht. Slutty Fries. Ja, Standard Pommes. Aber ich sag euch, diese Form Pommes mag ich eigentlich nicht. Ist okay, kann man machen. Probieren wir mal. Sehr kartoffelig. Sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Probieren wir jetzt erstmal Chicken Head. Gucken wir, was der kann. Vielleicht gab es da einen Hype, den ich nicht mitbekommen habe, ne Leute? Man weiß es nicht. Gucken wir mal, wie das aussieht. Das ist schön eingepackt. Ja. Ja, wow. Okay. Okay, okay, okay. Komplett vegane Nummer. Das heißt, Unge kann das auch essen. Ihr seht. Ne? Ihr seht, komplett vegane Geschichte. So sieht der Burger aus. Und das ist so ein Bun wie von Shake Shack. Shake Shack so ähnlich, würde ich jetzt einfach beschreiben. Vom Greifgefühl, ne? Gucken wir mal, was er kann. Seht ihr das nochmal? Ja. Wir wollen ja, dass ihr das richtig gesehen habt, ne? Bismillah. Mhm. Der geht voll klar. Aber der fällt mir hier so auseinander. Seht ihr das? Das ist, wenn das vielleicht die Brötchen ein, zwei Tage alt sind, so. Aber geschmacklich sehr, sehr gut. Mhm. Sehr, sehr guter veganer Burger, wirklich. Ah, ja, keine Servietten drin. Ich kack doch ab. Ich hasse das, wenn ich keine Servietten reinmache. Also der geht auf jeden Fall klar, aber der fällt mir halt auseinander hier. Das ist nicht so brutal gemacht. Mhm. Ich kann mir keine Serviette geben, das regt mich gerade extrem auf. Wir holen das mal raus. So sehen die Hähnchenstücke aus da drin. Guck mal. Also das sieht richtig nach Chicken aus. Richtig hardcore nach Chicken, ihr seht. Krass. Dem ganzen Burger gebe ich jetzt einfach mal eine 8 von 10. Und die 2 Punkte Abzug eigentlich nur wegen dem Brot, weil das irgendwie so auseinanderfällt. Aber sonst wirklich eine harte Nummer.
Als ich drin war, hat die mich gefragt, die hat gecheckt, dass ich halt nicht von da bin. Ich meine, wenn man mich hört, dann weiß man, okay, der Junge ist schon nicht von hier. Ne? Hat die halt gefragt, von wo ich bin, habe ich gesagt, Deutschland. Da hat die ja so ein Mikrofon und schreit die da rein, hey, wir haben hier einen Gast aus Deutschland und dann die ganze Küche schreit. Ehrlich, so machen die das hier, wenn du irgendwo aus dem Ausland kommst. Ich habe mich ein bisschen wie ein Star gefühlt. Der Laden von außen sieht auch schick aus. Symbol gut, ist nicht meins, aber hey. Liegt auf einer schön befahrbaren Straße, nebendran sind Parkplätze. Alles fresh. Also ich kann hier nicht meckern. Dieses Straßensystem von Amerika sieht richtig like Filme aus. Du siehst es, du siehst einfach nur Filme, die du mal gesehen hast in deinem Leben. Und das Wetter, Leute. Das Wetter ist einfach atemberaubend. Genau mein Film. Schön seine 30er Grad, aber noch so ein schönes Windchen. Brutal, also du kannst atmen. So, probieren wir jetzt mal das andere. Also die Pommes, brutal. Obwohl ich diese Wellenpommes gar nicht mag, aber die gehen gut ab. Jetzt probieren wir den One Night Stand. Der Name ist nicht so halal, aber der Inhalt ist halal. Ja, kein Fleisch, vegan. Gucken wir mal, wie der aussieht. Bin ich mal sehr, sehr gespannt, was der hier kann. Gucken wir mal. Den kann man essen, aber der holt mich nicht so ab. Da fehlt einfach dieses, das Fett vom Fleisch fehlt da einfach. Versteht ihr, wie ich meine? Der schmeckt gut, aber der ist nicht, der scheppert nicht rein. Ich fand den Chicken ein bisschen gelungener. Ich glaube, an den Bewertungen wurde ein bisschen was gemacht. Ich glaube, ich habe keine Beweise. Das ist nur eine Vermutung. Das ist kein 5 Sterne für mich. Für mich ist das keine 5 Sterne. Mm-mm. Aber für einen veganen Burger ist in Ordnung. Ich glaube, das Chicken holt mich mehr ab, weil Chicken allgemein weniger Fett hat wie Rindfleisch. Versteht ihr? Deswegen holt mich das mehr ab. Ja, was soll ich sagen? Lass mal ein Stückchen trinken. Ich weiß nicht, was da bei den Google-Bewertungen abging, ob da irgendwie den Hype haben oder ob die das gekauft haben, ich weiß es nicht. Aber Fakt ist, das ist meiner Meinung nach keine 5 Sterne. Also ich gebe diesem Burger 3,5 Sterne. Ja, ist alles nett gemacht und so, aber geschmacklich hat es mich nicht übertrieben überzeugt. Der Chicken ging, der andere, ja, war ein bisschen fad beim Geschmack. Kennt ihr das, ihr habt gegessen? Okay, ich bin satt, so dieser. Aber es war jetzt kein Geschmackserlebnis. You know what I mean? Es war nicht wow. Und das ist das. Das hat mir ein bisschen gefehlt hier, ja. Ich habe hier vor kurzer Zeit diese King Crabs gegessen, Königskrabbe, diese Beine. Das war ein Geschmackserlebnis, aber das mögen die Leute nicht. Und das mögt ihr nicht, weil die viele von euch sind noch jung, die mögen sowas nicht. Das ist gutes Essen. Schön Seafood, schön Meeresfrüchte, schön. Oh, das ist wirklich schönes Essen. Dann weißt du hast den Schlüssel im Auto. Was auch geil hier ist, wenn du so zumachst und dann nochmal drückst, dann hupt der. Ne, falls du zum Beispiel vergessen hast, wo du dein Auto geparkt hast. Feine Sache. So, Freunde, Halal Guys, ja. Die habe ich schon gegessen, und zwar gestern. Schmeckt einfach nur brutal und ja. Aber ich habe das Falsche genommen, ich habe mit Kebab genommen und die haben etwas hier so mit Fleisch und Reis und zwar das hier. Moment, ich zeige euch. Also so sieht das halt aus, ja. Das ist eigentlich sehr, sehr bekannt in Amerika. Hier, das da. Das probiere ich jetzt. Ja. Das wollte ich essen. Hallo. So sieht es aus, Leute. Wie gesehen. Vielleicht kennt das der ein oder andere von euch. Eigentlich sehr, sehr bekannt in Amerika. Mal gucken, wie das schmeckt. Guck mal, wie die das machen. Ich glaube, das ist so libanesisch oder ich weiß nicht, eher so arabische Küche so. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Wie gesagt, ich weiß es nicht, aber das sind so Platten so. Seht ihr, was sie da macht? Boah, das ist Beef. Everything, onions, no. Yes. Yeah, please. Yes.
Can I have the sauce separate? Yeah, on the side, please. Yeah, that's for here. Oh, guck mal, wie schnell die Bestellung ging, Leute. Wow. Thank you very much. You're welcome. How are you doing, sir? Can I pick it up? Yeah. No, I don't know. You want to order? Okay. Erstmal schön die Tasche absetzen. Ihr seht, alles ist auf dem Bild. Freunde, das sieht sehr, sehr lecker aus. Fleisch, Salat, Tomaten, Oliven, Jalapenos und roter Reis. Das sieht sehr, sehr delicious aus. Und natürlich die Soße, schön Soße drauf. Die Sonne ist gerade böse am Knallen von oben, aber schöne Brise Wind von der Seite. Und hier auch so Pita-Brötchen. So Brot hier haben die auch da. So Pita-Brot haben die auch da. Mega. Aber ich brauche hier erstmal die schöne Soße. Ohne Soße ist schwierig, Leute. Ohne Soße ist sehr, sehr... Oh, die Soße knallt, Anna. Das ist eine Kette, Leute. Der Halal Guys ist eine Kette. Sehr, sehr bekannt in Millikan. Also kennt man schon. Ich war gestern hier, aber ich habe auch ein bisschen dieses Fleisch hier probiert. Und dieses Fleisch schmeckt einfach nur anders, Leute. Okay? Das Brot ist anders krass. Mmh. Brutal. Mega. Dieses Fleisch schmeckt so like geschmortes Fleisch, ja. Mega. Guck mal. Brutal. Auf jeden Fall, Leute, an der Stelle beende ich einfach mal das Video. Ich esse hier einfach mal weiter und wir sehen uns das nächste Mal.